Komm, das Kamera schämen. Läuft, ich schneide das nicht raus. Ich würde mich im Grund und Boden schämen. Ich schäme mich auch im Grund und Boden. Heute ist Klassentreffen. Klassentreffen? Mini Paradise Treffen. Wir machen heute eine Planung für die Zukunft. Nein, Quatsch, wir sind zusammen heute zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Um was geht's heute, Manuel? Buschfunk. Buschfunk, oh. Ein halbes Jahr später. Wollten wir eigentlich in einer regelmäßigen Serie machen? Ja, genau. Der letzte war ja im Dezember, glaube ich. Kontinuität. Also zwei im Jahr. Aber wir hatten uns jetzt vorgenommen, auch wieder ein bisschen öfter in dieser Buschfunk-Szene unterwegs zu sein, um ein bisschen mehr Talkrunden. Buschfunk-Szene. Um ein bisschen mehr Buschfunk-Videos zu produzieren. Deswegen heute ein neuer AOS-Buschfunk. Und heute sind nicht normal und ich, sondern wir haben jemand Neues dabei. Und das ist der Experten. Ja. Den Experten. Obwohl Experte ist er in dem Fachgebiet noch nicht, aber vielleicht schon, weil unser Thema Nummer 1 in der Buschfunk-Folge heute ist nämlich der neue Release von Silvernet. Da bin ich aber auch nicht Experte. Aber vielleicht bald. Du wirst es. Ich hoffe es. Unser Experte. Unser Experte, genau. Robert ist ja bei AOS eingestiegen mit den Seraphon, hat sich dann aber noch in die Bäumchen verliebt und hat dann abgebrannte, verbrannte Bäume gemalt. Kennt ihr von unseren anderen Seiten, die sind sehr, sehr schön. Und freut sich natürlich, wie ein kleiner Junge vor seinem Weihnachtsgeschenk auf seinen neuen Release von den Silvernet. Was wird es da Neues geben? Erstmal hat er zwei neue Battletoms, den letzten hat er erst letzte Woche gefühlt gekauft. Ja, ich habe mir auf Empfehlung von einer Person, die hier auch öfter mal im Laden ist, sagen lassen, hol dir mal lieber das Buch. Nils, ne, glaube ich. Ja. Gut, Nils. Dobby. Gut, Dobby, unser Hauself. Es hat halt auch genervt. Wenn ich mal spielen wollte, hatte ich das Buch nicht zur Hand und dann musste ich dich immer nerven, schick mir mal Fotos und so, das nervt einfach. Ja, kleine Tonschwierigkeiten, weil ich glaube, das Richtmikrofon ist bald leer. Auf jeden Fall wollte ich nur noch sagen, dass es, glaube ich, trotzdem keine schlechte Idee ist, mal den alten Battletome zu gucken und sich, kleiner Wühlfuchs, guckt sich 40K-Sachen an. Nein, um sich so eine kleine Basis zu bilden einfach, dass man schon mal so die grundlegenden Züge vielleicht irgendwie kennt, auch wenn sich einiges verändert und ja, wie sich das verändert. Was genau das bedeutet. Was wollen wir da zusammen rausfinden? Ja, nächste Woche spätestens. Nächste Woche wissen wir es dann alle. Vermuten lässt sich aber auf jeden Fall schon mal, dass sich diese ganze Dynamik mit den Wäldern verändert. Also es gibt ja komplett neue Wälder, die rauskommen werden. Nicht mehr die alten, vermutlich. Sollen wir dann auch die neuen Wälder verwetten? Waren schon irgendwo mal ein paar schöne Bilder davon im Internet, wo so ein Kreis von Bäumen, so ein Kreis gebildet hat. Sah eigentlich ganz hübsch aus. Wäre eigentlich aber cool, wenn diese Platten ganz vom Spielfeld verschwinden. Weil ihr kennt das ja, man schlägt die Platten hin, keiner benutzt überhaupt schon mehr die Bäume, sondern man legt nur noch die Platten hin und dann irgendwelche dunkelgrauen Kreise mitten im Spielfeld, da darf man nicht drüber laufen. Sieht doch nicht hübsch aus, muss man ehrlich so sagen. Das machen wir bei allen neuen Geländeteilen schon deutlich besser. Und vor allem was von der Handhabung wäre echt immer recht blöd. Also gerade auf Turniersehen hat man öfters gemerkt, da gab es immer Diskussionen, kann man jetzt da durchlaufen, da passt kaum eine Base durch die Kreise, so, also durch den Wald durchlaufen und das war schon nicht so schön. Also wäre schön, wenn sie eine tolle Neuerung bringen und ist natürlich auch schade für die, die sich Unmengen an Geld ausgegeben haben. Also für all diese Platten, die man sich kaufen, die waren auch gar nicht günstig. Die haben ja schon sofort nachgefragt, die Silvaner-Spieler sind beide, kannst du trotzdem nutzen. Beide kannst du trotzdem nutzen? Wie? Du kannst beide weiterhin nutzen. Echt jetzt? Haben die bei GW, bei Facebook habe ich das gelesen, hat einer gefragt und hat GW geantwortet und da haben sie geschrieben, dass du beide weiterhin nutzen kannst. Dann bleibt es auf jeden Fall spannend, wie das gehandhabt werden soll. Keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass die Regeln sich ändern. Nee? Weil der andere, der neue, da hast du doch zwei Bäume gegenüber und dann halt diese Verbindungsteile, wo du so zusammen machst. Aber es macht wie so Spielbarkeit. Äste, die dann so in. Ja, genau. Aber die Spielbarkeit ist, finde ich, optisch eine völlig andere, weil du die Modelle da gar nicht. Ich finde die aber besser, weil da passen aber große Modelle durch. Bei den neuen meinst du jetzt? Ja, genau. Deswegen finde ich die besser. Ja, weil die Bäume nur außen sind. Ne? Du hast ja nur außen Bäume und in der Mitte. Da ist ja wie so eine ovale Schale und da kannst du direkt was reinstellen. Das ging ja vorher nicht. Nee, vorher konnte keine Figur, die größer als 40 mm war, gefühlt in diesem Wald drin stehen. Ich hätte gedacht, wo ich das so gesehen habe, weil das waren ja so verschiedene Elemente, die man zusammenfügt und dann hat es einen Kreis gebildet. Mhm. Dass man das irgendwie durch Zauber dann so erweitern kann, dass dieser Kreis sich vergrößert, dass man
hier wie bei, wie heißt dieses komische Spiel, Carcassonne oder so, dass man immer so Kärtchen dran legt nochmal, so dass es passt, dass man das halt immer erweitert irgendwo zu diesem großen Ball. Das wäre cool. Cool, den Namen. Ich bin auch mal gespannt, ob ein Wald bleibt oder mehr. Ja. Vorher hattest du ja ein Wald war ja bis zu drei Geländeteile, die konnte man so cool hinlegen. Mal gucken, ob sie jetzt da was ändern. Ist auf jeden Fall spannend, was sie sich einfallen lassen. Gerade was die Geländeregeln bei allen neuen Fraktionen angeht, haben sie ja schon Mühe gegeben. Deswegen haben wir vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass das bei Silbernet auch ein bisschen von der Spielbarkeit ja deutlich besser wird. Aber es soll ja auch neue Miniaturen vielleicht noch geben. Eine haben wir schon gesehen. Nochmal eine? Ich sag keine. Vielleicht auch nicht. Das ist immer so eine Überraschung, ob ein neuer Release rauskommt oder nicht. Wenn keine kommt, ist es natürlich auch wieder ein Battletome, wo es wenig Modelle gibt. Das ist ein reines Update. Ein reines Update. Also neue Regeln. Also was sie jetzt gerade so das ganze Jahr rausbringen, Battletome, Endless Spells, Gelände. Genau. Aber bei vielen haben sie immer noch mal ein oder zwei Helden dazu gemacht. Den haben sie jetzt schon. Haben sie schon. Eine Art Arc Revenant, aber was brauchen die noch? Also weil, also ich das glaube, Einzige, was ich mir denken könnte, wie heißen diese Viecher, die halt immer so adaptiert sind. Jetzt bei Alariel ist es ja der Käfer und bei dem Arc Revenant ist dieses Vieh mit den Flügeln dran, dass man da so ein bisschen auf diese Tiere, die in dem Wald sind, ein bisschen mit einbindet. Weiß ja. Cool. Aber ich glaube nicht, dass da nichts so. Man könnte sich noch richtig coole Modelle vorstellen. Einfach mega. Alariel überlegt, einen Riesenkäfer, aber auch irgendwelche Elfen, die auf kleineren Käfern nur sitzen will. Ne? So allgemein so Kavallerie ist im Spiel ziemlich vernachlässigt. Da fliegende Sachen. Hätte ich auch bei den Fireslayer gerne gehabt, die haben auch so wenig Modelle und nichts bekommen. Genau. Irgendwie kam diesen, die haben nur diese, immer das gleiche Modell auf diesen großen Magmatroch. Hätte es paar Babys gegeben, so Kavallerie mit denen. Aber ja, ich weiß nicht, braucht da keine Kavallerie. Schnell genug sind sie. Ja, richtig. Also. Aber allgemein, so Kavallerie-Streitwagen wird ganz schön vernachlässigt, finde ich. Auch Pferde und sowas gibt es gar nicht. Also es gibt viele Alterarmeen, die es haben und die sind grundlos immer richtig schlecht. Jede Kavallerie, jeder Streitwagen, den es gab, schlecht. Einfach völlig überteuert und meistens machen die Pferde sogar noch mehr Schaden als die Reiter. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, was sie sich da überlegt haben. Ich fand die auch immer hässlich. Also ich fand so klar, so Bretonen, wenn die Pferde so richtig geschmückt waren damals zur Fantasy, dann sah das cool aus. Aber Pferde sind halt einfach... Also ich will jetzt nicht Pferde schlecht machen, aber Pferde sind einfach... Pferde. Aber die gehören dazu. Pferde. Ja, die gehören dazu. Ja, also gerade die Chaoskriege auf diesen riesen Streitrössern, die haben schon... Das finde ich jetzt sogar noch sehr steilig. Ja, finde ich auch echt cool. Aber es gibt so viele coole Tiere in diesem Fantasy-Universum. Richtig, da gehen sie halt auch rein. Du bist richtig bei denen gerade drin bei AOS. Drachen, Käfer, das. Okay. Keine Pferde, keine Rotzeug im alten Fantasy, nur noch Riesenmonster. Sehr cool. Kleine Käfer wären cool. Kleine, diese Elfen, diese Revenants auf Käfern, die durch das Spielfeld reiten. Super geil. Wäre eine coole Kavallerieeinheit für Silbern. Aber okay, nee, schau, wir sind ganz gespannt. Vielleicht kommt ja auch die Ankündigung jetzt für, oder während das Video hochgeladen wird. Heute vielleicht. Heute noch? Genau. Wir heute ist ja Sonntag. Heute ist ja 19 Uhr. Ui, wir sind ganz aufgeregt. Das ist immer 19 Uhr, das ganz viele Wälder. Ja, das ist immer 19 Uhr. Oh, wir wissen das nicht. Ich spannend. Also wir sind aufgeregt, wir freuen uns. Silbernet gibt es auch sehr, sehr viele Vertreter in unserer Community, die Silbernet ist ja auch die beliebteste Armee. In was? Age of Sigmar. Ja. Ernsthaft? Echt? Nicht Stormcast oder so? Oder? Ist nicht das Flaggschiff wie bei Space Marines, bei 40K? Das ist die beliebteste Armee. Krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Welche Statistiken beruhst du dich da? Die exklusive Information nämlich. Ah, Manuel, alter Spion vom Games Workshop. Das ist dieses Bild da, was sie geleakt haben mit dem Silvernet Endless Spell oder was weiß ich. Den feuern sie doch, oder? Den Praktikanten. Das ist doch von dir, oder? Nein. Den feuern sie doch, den Praktikanten. Cool. Nee, wir freuen uns auf einen richtig schönen Silvernet Release. Neues Battletome, gerade diese Wordings, den Battletome. Haben sie aber eigentlich gar nicht nötig. Sie brauchen keine Regelverbesserung. Die Regeln sind geil. Die werden die gut machen. Noch besser. Ich habe richtig Bock drauf. Die sind schon mega gut. Also Turnierszene waren ja auch lange oder sind immer noch sehr, sehr beliebt und sehr, sehr gut. Wo wir wieder bei der Meta auch sind. Ja, da kommen wir gleich Silvernet. Gut, kommen wir gleich zur Meta. Machen wir kurz die Meta, kurzes Update von unserer Seite. Meta momentan. Silvernet würde ich jetzt nicht mehr unbedingt in Top 5 zählen. Oh, unterschätzt du die auch. Kann sein. Aber man kann viele Sachen mittlerweile unterschätzen. Es kommt auch immer auf den Spieler drauf an. Aber wenn man sich Turniere gerade so anguckt, gab es wenig Silvernet-Spieler. In den letzten 3-4 Monaten. Hm? Ja, also ich gucke ja auch noch die internationalen ein bisschen an, die sind schon vertreten, aber was jetzt gerade richtig aufräumt, sind Fireslayers. Die haben jetzt gerade alles gewonnen, was an Turnieren, so was ich letzten Turniere beobachtet habe. Danach Flash Eater. Ah, die so und so, ne? Die beiden, das sind die beiden aktuellsten Battletomes.
auf den Turnieren international. Auch international sehr voll vertreten und auch sehr weit oben. Daughters of Cain sind auch gut vertreten und haben hohe geworden. Platzierungen, richtig. Skaven sind auch. Und alle Nagash, Form, Legion, richtig, Platz, richtig, die Death, genau. Die gehen momentan immer, muss man auch sagen, die Dynamik davon mit diesem Common Point über die Friedhöfe, gerade bei Nagash, oder so eine komplette Einheit wiederzuholen, wenn der General das macht. Und ich finde es zu broken, ich finde es zu viel. Es gibt Beschwörungen, die sind gut, ein Common Point, aber für 360 Punkte. Für 50 Punkte eine ganze Einheit. Ist zu viel. Also ich hoffe, dass sie da was ändern. Ja, das ist zu viel Dynamik, auch bei Flash Eater, dass du sagst, du spielst gerade, wenn wir ja mal auf kleinere Spiele gehen, ne? Man sagt, wir spielen ein 1250-Punkte-Spiel und bei Flash Eater hat man die Möglichkeit, schon im ersten Zug so und so viele Einheiten dazu zu beschwören, dass man schon 1600 gegen 1250 spielt. Ist noch mehr denkbar, jetzt nur exemplarisch, aber das ist zu viel, also ein bisschen zu viel, das kann man nicht mehr, das kann man in solchen kleinen Rahmen nicht aufholen. Ist das momentan so die Hauptstärke dieser Armeen oder ist das auch so dieses, also ich... Wie gesagt, das ist jetzt eine Frage von einem Unwissenden. Mhm. Oder sind das auch viele tödliche Wunden, die generell diese Armeen verteilen können? Tödliche Wunden und der ganze, was dieses Jahr neu rausgekommen ist seit Januar, ich greife vorher an wie du. Egal. Das stimmt, das habe ich mitbekommen. Das ist das, was vieles gerade kaputt macht, in meinen Augen. Finde ich auch. Es hat doch dann nichts mehr mit Taktik zu tun. Ne? Es gibt dann kein spielerisches Mittel, was man sagen kann, wie kann man das übertrümpfen? Die meisten brauchen ja einen Common Point. Also du kannst es nicht jedes Mal machen, aber du brauchst einen Command Point. Damit du zuerst angreifen darfst. Also ein bisschen Strategie ist schon da. Ja. Also aber es verschafft dir einen enormen Vorteil, wenn du einen riesen Plop hast, was weiß ich, und dann Fireslayer machen darfst. Fireslayer, Flash Eater. 20er, 30er Plop Standard-Einheiten, die machen ja auch oft irgendwie 2 Schaden flat oder irgendwas. Ne? Ja, zum Teil. Die teilen schon aus. Und dadurch, dass die Wunden ja übergehen in AOS. Und die tödlichen Wunden kommen jetzt auch wieder mehr, häufig. Also sie gehen wieder auf tödliche Wunden. War im ersten Jahr so, dann waren sie weg davon und jetzt sind sie wieder da. Ganz schön. Jetzt wandelt sich auch ein bisschen wieder, gar nicht lange her, hatten wir richtig viel Masse. Jetzt merken wir wieder, dass auch einzelne Charaktermodelle, gerade jetzt, wenn man bei sowas denkt, richtig, zuerst zuschlagen, die dominieren gerade wieder extrem. Muss man wieder mal gucken, wo das jetzt mal hinführt. Aber diese Fähigkeit, zuerst zuschlagen zu dürfen, bevor alle anderen können, ist schwierig, weil bei AOS ist immer entscheidend eigentlich, wer klug sich positioniert, wer klug charged und wer auch beim Nahkampf anfängt. Normalerweise so, wenn man 2 große Armeen, 2 Blobs hat, die viel austeilen, dann gewinnt immer der zuerst zuschlägt. Und wenn man dann eine Regel hat, dass man immer zuerst zuschlagen kann, das hat ja ist das ein zu krasser Angriff. Das hat ja angefangen mit dem Deepkin, das war ja Spezialfähigkeit, Runde 3 greifen sie alle als erstes an. Fand ich richtig cool, sehr, sehr stark. Nur mittlerweile hat es jedes neue Battletome. Ich weiß nicht, ob die Skaven, da bin ich jetzt nicht ganz, haben die das auch? Nee. Korn hat das, Flash Eater hat das, Fireslayer hat das. Ist das, also wenn ich das so höre und natürlich so also explizit diese Fähigkeit, das gibt es ja auch in 40k, da kann man ja zum Teil irgendwie, was die Entwicklung angeht, echt Parallelen ziehen. Ja. Ne? Ja, weil richtig. Das gibt es ja auch ähnlich wie bei 40k. Und gerade, dann wird auch im Regeltext oder im FAQ wurde es ja auch schon alles gesagt, wenn beide Fraktionen das haben, wird das ganz normal nacheinander wieder gehandhabt. Richtig, das haben die extra erklärt. Aber von Games Workshop. Ja. Diese Parallelen jetzt, die sie auch ziehen und gerade wenn man jetzt mal an diese Suppengeschichte denkt, die ja jetzt auch langsam... Vielleicht, ja. Vielleicht. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe auch nicht. Vielleicht ein guter Übergang zu Verbotene Macht. Können wir kurz mal darüber sprechen? Ja. Sehr neues Set rausgekommen. Ja, gestern. Mit 9 Enders Worlds. Und Suppen gibt's. Es ist nicht in der Box drin, aber es ist ja ein Gerücht. Doch. Das gibt's da drin in der Box. Ja, da sind 2 Fraktionen drin. Ich weiß nicht, ob die fürs offene Feldschlachten zulässig sind. Das sind einmal die Armee von Letis. Letis ist Karadon Overlords, Fireslayers, Stormcast und Deepkin. Aber immerhin eine Suppe, alles aus Orde. Ne? Ja, da ist dann, die haben Generalseigenschaften, Artefakten, Gebete, ist alles drin. Okay, cool. Können wir ja mal kurz hinstellen, super. Dann haben sie jetzt reingemacht in das Buch ein Gelände, was jeder kaufen kann, jede Fraktion für 100 Punkte. Ist eigentlich ganz cool. 100 Punkte finde ich schon fast zu viel, wieder in meinen Augen. 80, 60 wären besser gewesen. Das hat so angefangen wie mit dem Vortex, ne? Was am Anfang auch jeder sich so als Gelände holen konnte. Richtig. Und die andere Suppe ist Death. Death Rattle, Death Lord, Death Mages und Nighthound. Das ist, glaube ich, auch Lady Olinda, ne? Wenn du Mortarchen spielen willst, musst du Lady Olinda als General spielen. Ja, und was wir noch reingebracht haben, ist diese Söldner-Geschichte. Du hast ja Fantasy gespielt, ne? Dann gab es ja das auch, ne? Ja, aber das waren spezielle Fraktionen. Also gab es. Die Söldner? Gab es eine Söldner? Also, es war keine Fraktion, die du als Battletome-Spieler, sondern du konntest sagen, du holst hier
von den Söldnern was dazu. Mhm. Sehr cool gemacht war das. Genau. Es gab so ein allgemeines Söldner für alle. Genau. Das ist da auch drin. Das sind die Flash-Eater. Keine Terrorgeist steht extra drin. Der Rest kannst du Flash. Und die Fire Slayers. Und da darfst du nicht den Rune-Fahrer, glaube ich, nehmen, den wir gespielt haben. Okay. Ich hoffe, dass sich das nicht durchsetzt, weil das macht, finde ich, vieles kaputt. Das kommt, also jetzt so, ich weiß nicht, ich bin natürlich nicht so tief drin wie ihr, aber wenn man so die Parallelen sieht, und ich weiß gar nicht, wie die Person heißt, die da jetzt aktuell auch in AOS viel involviert ist, die da vorher auch viel bei 40k reingebracht hat, das wird so kommen. Das wird ganz sicher so kommen. Also wenn das so stimmt, oder wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass die Person so will. Weil, das kann sein, ja. Ich habe mal ein bisschen das durchgelesen, diese Fähigkeiten sind nicht ganz so krass, also hier Artefakte und das alles, aber... Die sind, ich meine, wir sind auch noch am Anfang, aber ihr müsst das mal aus betriebswirtschaftlicher Sicht sehen. Sehr gut. Klar. Das ist, was würdest du als, was weiß ich, was würdest du denn von oben sagen? Ja, Leute, macht irgendwas, dass sich alles verkauft, ne? Man muss auch, und gerade wenn man jetzt Flash Eater nimmt, okay, die haben jetzt beide auch schon Start Collectings, aber von denen braucht man auch immer sehr viele Modelle. Fire Slayer, braucht man, wenn wir als Alliierte spielen, braucht man sehr viele Modelle. Es ist nicht so, dass man sagt, man kauft sich ein Modell für 20 Euro, was voll gut ist, und das nimmt man als Alliierten rein, sondern muss man schon mal einen 30er Block nehmen, die kosten dann schon mal über einen 100er. Ja. Aus wirtschaftlicher Sicht macht das immer viel Sinn. Es kann natürlich auch wirklich, also ich meine, ich bin mit AOS ganz unten und ich würde jetzt es mega scheiße finden, wenn die jetzt sagen würden, so, weil ich würde auch gerne mal auf Turniere fahren irgendwann, definitiv mit euch. Ich würde gerne das besser spielen. Du hast es schon gehört. Mich nervt das immer, wenn ich irgendwas spiele und ich kann das nicht richtig irgendwie. Also so gibt es ja schon von Anfang an, das sind ja die großen Allianzen. Genau. Ja, aber teilweise sind ja die Battletoads stärker wie die großen Allianzen. Immer. Ja. Ja, und das, ich meine, ist ja auch der Schöne. Muss man dazu sagen. Wenn diese Variabilität kannst du natürlich, wenn du das extrem ausweitest, jetzt mal die Parallele zum 40k, da kannst du das natürlich extrem ausweiten. Da ist die Variabilität ja riesig. Aber 40k ist es schöner, weil da hast du in einem Battleturm hast du ja schon mindestens 30 verschiedene Einheiten, die du nehmen kannst. Bei AOS ist das ja teilweise ganz, ganz anders. Da hast du bei Fire Slayer, keine Ahnung, 10, sagen wir 12. Das ist ja schon was anderes. Das ist so voll cool, wenn ich auf sowas fokussieren muss und nicht noch drei Battletoms zusammenpackst. Ich finde das, gut auch. Ja. Ja, aber mal gucken, wie es geht. Persönlich gesehen finde ich das auch, also aus meiner Sicht oder vielleicht auch jetzt von uns, wäre es natürlich keine schöne Sache, wenn man jetzt sagt, ich nehme die von den Fireslayern, ich nehme den besten Held von den Deepkin, ich nehme die coolsten Fernkämpfer von den Overlords und packt die alle in ein Team und ihr rastet richtig zusammen aus. Von der ganzen Story her wird das nicht zusammenpassen, finde ich, gar nicht schön. So wird das auch niemals kommen. Also vom Fluff her ist ja viel drin. Glaube ich schon, dass das... drin ist, aber ich finde vom Spielerischen könnte das vieles kaputt machen. Ich finde, sieht scheiße aus. Also optisch allein schon auf dem Spielfeld sieht einfach doof aus, wenn die Orks zusammen mit den Untoten und die bringen noch Hochelfen zusammen und die laufen so rum. Also wäre ich vollkommen dagegen. Ich glaube aber nicht, dass das so kommen wird. Ja, ich glaube, dass du immer so gewisse Voraussetzungen erfüllen musst, um dass du das mitnehmen kannst. Mhm. Also dass da immer ein Rattenschwanz dranhängt. Ist aber nicht eine Alliierte, was es ja jetzt schon gibt. Das soll ja auch als Alliiertenpunkte, glaube ich, kosten. Okay. Also du kannst nicht so viel mitnehmen. Ja. 400 dann bei 2000. Muss man auch mal schauen, wie das bei Kompetitiv, Turnierszene und so weiter gehandhabt wird. Oder ob es jetzt Open Play einfach ist, so wie so eine Söldner-Fraktion, die zusammenpackt und gehen auf Ogre-Schlachten-Missionen oder so. Dann wäre es ja auch cool, kann man ja irgendwie so freizeitmäßig. Das ist ja genauso wie mit denen, was sie jetzt drin haben, diese Artefakte, die du leveln kannst. Was? Auch cool. Mhm. Du kannst Artefakte nehmen, was du im Spiel leveln kannst. Ja. Na, das ist Stufe 1, Stufe 3. Hier. Ja. Hm. Das ist cool. Das ist eine coole Mechanik. Wie wirkt sich das dann aus? Alter. Also, aber ich kann jetzt nicht sagen, hier... wie das gehandhabt wird? Ich habe jetzt ein Level 1000 Artefakt und fahre jetzt auf ein Turnier. Bis 5 geht das. Nee, du musst das schon im Spiel... Also im Spiel entwickelt sich das. Zum Beispiel, du bist jetzt auf dem Spielfeld als Obert und hast den ersten Ork zerlegt. Dann bekommst du Erfahrungspunkte wie bei WoW. Und dann stürzt dich in die Wildschweinreiter und bist du Level 2 mit deinem Schirm. Das ist cool. Cool. Das wäre auf jeden Fall eine sehr spannende Dynamik. Ne? Aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt auf Turnieren... Nee, glaube ich auch nicht. Kai aber apropos, gesagt, machen wir mal... Ganz kurz noch, Kai hatte gesagt, auf das gibt sowas auch bei 40k, da wird das aber immer mit Level 1 gespielt. Oder Marius hat das gesagt, einer von beiden. Gibt es das bei 40k? Ich kenne es nicht. Oder Heroes Heresy? Ja, egal. Der hat immer gesagt, da wird dann halt auf Level 1 diese Waffe gespielt. Nur keiner. Marco, was ist da? Aber wenn wir schon gerade immer über die Turnierszene gerade sprechen, gibt es von uns nochmal eine heiße und brandneue Ankündigung. Viele wissen es wahrscheinlich schon mal, weil wir uns das nochmal auch ganz offiziell, weil wir es in keinem YouTube-Video erwähnt haben, glaube ich. Manuel, was ist los bei uns? 20.07.
Riesen-AOS-Turnier. Und hier ist einer im Raum, das ist nicht Manuel und nicht ich, der wird auch mitspielen. Aktiv. Nicht jetzt? Ich glaube schon, ich bin auch der Springer wieder. Robert ist so der aktive Spieler. Den meine ich ja damit. Ach so. Harry will ordentlich Gas geben. Was? Ich dachte, ich spiele nicht mit, weil ich filmen muss. Das müssen wir spontan entscheiden. Ne? Also ich hätte richtig Bock. Und du müsstest mich natürlich ein bisschen an die Hand nehmen. Mhm. Als Mentor. Aber wir wollen uns ja sowieso ein bisschen in die neuen Silber. Das machen wir. Dann möchte ich das Datum. 20. Juli. Kommt vorbei. Mini Paradise Turnier, kommt vorbei. Ja, als Hälfte schon voll. Als Zuschauer, Hälfte schon voll. Hälfte. Also mehr als die Hälfte. 29 Bezahlungen haben wir schon. Wir haben das Turnier aktuell für 40 ausgelegt. Mhm. Es wird mega geil. Es ist eine coole Location. Ein bisschen außerhalb, macht aber überhaupt nichts. Massig Parkplätze, ganz große Halle, hell. Es wird gegrillt, ihr kriegt Würstchen, ihr kriegt beste Verpflegung, ihr kriegt Entertainment, ihr kriegt eine perfekte, sage ich mal, Führung durch das Turnier, Präsentation durch das Turnier. Gibt immer so ein, zwei Seiten. Es wird geil. Ja, ein Video als Erinnerung. Interviews und so werden wir auch wieder erstmal. Das ist einfach super. Der Hammer. Das macht so Spaß. Ohne Mist. Das macht so Spaß, sich das nachträglich nochmal anzugucken. Ja. Und ich glaube auch für die Leute selber, die vielleicht dann da mitgespielt haben, sich das nochmal angucken das können. Das ist es, glaube ich. Und vor allem von der Nostalgie her, glaube ich auch. Mhm. Wenn du sagst, ich gucke mir in 3 Jahren nochmal das Video an, wie ich auf dem Turnier in Westuffeln war. Super. Das stimmt. Ja, und da auch auf jeden Fall nochmal vielen Dank an den guten Schmali, der uns diese Tore geöffnet hat, ne? Nach Westuffeln. Mega geil. Gut, ja, super. Ja. Wir machen mal einen Link auch nochmal in die Beschreibung unten drunter. Von unserem Turnier auf T3 ist das schon online. Und könnt euch gerne noch hinzumelden und anmelden. Und wenn ihr gar keinen Bock habt zu spielen, aber ihr habt einfach Bock, euch das anzugucken, wie das aussieht, wenn 40 Spieler in einer Turnhalle zusammen Age of Sigmar spielen, kommt einfach so vorbei. Könnt auch so vorbeikommen, Würstchen essen und uns mit uns unterhalten und die Spiele angucken. Vielleicht ist gerne gesehen. Ja. Oh, hallo, wir brauchen noch Gelände und Mann, Mann. Papala, Papp. Bestellen wir noch mal. Das kriegen wir schon hin. Da klingt aber einer zuversichtlich. Na klar. Hallöchen. Hallöchen. Haben wir noch eins auf der ersten Folge? Ja, Rundlauf können wir noch ansprechen. Achso, wo wir gerade noch bei Turnierszene sind. Turniere im kleineren Format gibt es auch bei Mini Paradise bei uns im Laden drin. Wir machen das als Rundlauf. Und zwar, wenn man schnelle kleine Spiele machen soll und dann immer, vielleicht kennt das manche auch vom Tischtennis, immer schnell die Partien wechseln. Wir haben das bis jetzt erst einmal gemacht, machen es aber jetzt nächste Woche Sonntag das zweite Mal. Und das Tolle daran ist, wir machen das so, dass da extreme Beschränkungen reinkommen, weil wir jeden Rundlauf unter einem Motto laufen lassen wollen. Wie heißt das Motto diesmal? Masse statt Klasse. Genau, Masse statt Klasse. Ne? Da könnt ihr auch auf unserer Seite, Community-Seite mal gucken. Haben wir gerade die aktuellen Beschränkungsregeln für online. 40 Modelle muss man spielen und aus einem bestimmten Reel muss man das Artefakt wählen und so weiter. Soll einfach immer in kleinen 90 Minuten, 1250 Punkte, kleine schnelle Spiele gemacht werden. Und zukünftig oder ab jetzt werden wir es auch vielleicht noch auf T3 hochladen. Ja, vielleicht hat der eine oder andere Bock herzukommen und sowas mitzumachen. Genau, wir hatten eigentlich gedacht, dass immer erst nur für lokal, für die Communities, aber wir haben uns gedacht, vielleicht ist ja auch jemand dran interessiert, der nicht direkt aus Kassel kommt, sondern aus der Umgebung oder auch ein bisschen weiter weg, aber dann hat mal Bock, das mitzuerleben, hier zu sein. Wir werden es auf T3 einfach auch mal machen, damit das ein bisschen Reichweite bekommt, weil es einfach mal ein bisschen anderes ist vom Fernab von dieser Turnierszene, wo man immer nur die Powerlisten spielt oder das aktuelle Meta. Hier muss man echt mal ein bisschen kreativ sein bei der Listenerstellung, damit man alle Rahmenbedingungen letztendlich erfüllt und seine Liste halt dementsprechend anpasst. Soll einfach mal ein bisschen neues Gefühl geben von dem, was man halt so kennt. Vielleicht rückt dann einmal auch mal seine andere Armee aus dem Keller mal hoch, weil das gerade irgendwie von der Kombination cool passt. Wie ja. Manuel zum Beispiel. Und schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall auch alle Listen, die gespielt wurden und so weiter, auch alles nochmal online stellen. Könnt euch dann angucken, was da so gespielt wird. Und wenn ihr Bock habt, kommt einfach mal vorbei bei uns zum nächsten Rundlauf dann. Bei AOS wird das der zweite, bei 40k fangen wir aber auch noch damit an. Immer kleine, schnelle Spiele, auch kleinere Punktzahlen, deswegen ist das auch mal interessant, vielleicht für die, die auch keine 2000 Punkte-Listen haben und so weiter. Schnell und dreckig. Schnell und dreckig. Macht Spaß. Wie zu Hause. Ah ja, okay. Kann ich nicht mitreden. Ja, okay, cool. Letzter Punkt haben wir noch, Gerüchte. Ein Gerücht hat mir neu, ist online gekommen, war ein Schwanz. Ja. Aber was für ein Schwanz, Robert? Das passt ja gut mit dem Dreckig, ne? Könnte eine Echse sein, könnte ein Dinosaurier sein. Ich sage. Okay, sag erstmal.
Mein Tipp wäre es gewesen, nicht klassischerweise denkt jeder sofort an die Serie von, an die Dinosaurier. Ich das sage, so das sind. Einfach. Ja, das ist jetzt so einfach. Ich bin für Dunkelelfen. Die Ex-Dunkelelfen, die diese Echsenkrieger hatten, wo richtig geile bewaffnete Dunkelelfen in richtig geilen Panzerrüstungen aus solchen Krieger-Echsen saßen. Das wird eine neue Fraktion. Lichtelfen? Teklis. Habe ich irgendwie das Gefühl, dass das. Was sagst du? Und du hoffst auf die Dinos. Teklis? Hochelfen. Warte mal, König. Das ist doch, hatte der nicht ein spezielles Pferd? Wer war denn das? Das Pferd hieß Malhandia, das weiß ich noch. Was, Tyrion? Tyrion. Kommt der eigentlich nochmal mit? Bestimmt. Weiß man nicht, ich glaube, der ist gestorben oder was ist das? Ach so, also Malhandia ist auch gestorben. Keine Ahnung. Also ich bin nicht der Fluff-Typ. Ich auch nicht. Vielleicht wird er wieder auferstattet in deinem neuen Reel. Keine Ahnung. Kann sein. Die Story ist so halt einfach. Was ist dein Tipp? Ich hoffe auf, also ich hätte jetzt auch, wo du das angesprochen hast, kommt jetzt nicht von mir, aber da musste ich sofort an Fantasy damals denken, Dunkelelfen mit den kleinen, mit den dunklen Raptorreitern da, aber Hoffnung liegt natürlich auf den Echsen. Ich finde, die bräuchten es auch nochmal. Wie heißt denn die Fraktion bei Dunkelelfen, die es aktuell gibt, mit den Black Corsaren und so weiter? Die Darkling Covered? Kann das sein? Ja. Echt jetzt? Die Tipp, okay. Wenn ich so gut erlässt, cool. Sagen wir noch, was sagst du als nächstes rauskommen? Welches Battleton? So, Rahn. Silbernet. Nein, da Rahn. Danach. Ich schlau auf uns. Das war gut. Danach. Ich sag Darkling Cover, es kommt. Entschuldigung. Oder Waldelfen. Eins und beiden. Okay, ich sage die neuen Barbaren. Seraphon. Cool. Das war das Wort zum Sonntag bei uns vom aktuellen zweiten AOS-Bursprung. Dritten. Das ist die Armee 3, oder? Ne, das ist die Armee 3. Ja. Keine Ahnung. Das war der dritte Bursprung vom Mini Paradise von AOS. Euch natürlich noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.